So, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Folge 23. Auf los geht's los. Jetzt hat er wieder im Vollbildmodus. Okay. Interessant. So, genau, wir waren schon in dem Ding drinne. Müssen wir jetzt hier Leute anquatschen, random? Hey, willst du mich ablenken? Hier, nimm ein paar Münzen. Ich bekomme zwar. Okay. Oh, wir kriegen Geld. Wie geht's? Brauchst du ein paar Münzen? Ich. Digga. Ob das in echten Spielhallen auch so läuft? Glücksspiele sind unheimlich. Man wird schnell davon abhängig. Na, wenn du das sagst. Hey, du hast Wichtigeres zu tun, Champion in Spee. Die Arenaleiter von Rosmania City heißen Erika. Sie trainiert Pflanzen-Pokémon. Sie wirkt sanft, doch man sollte sie nicht unterschätzen. Okay. Herrlich, das macht Spaß. Na, wenn du das sagst. Ach, da oben ist der nette Herr am Poster. Der wurde uns jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Also das Poster. Psst, hör mir zu. Man sagt, diese Spielhalle gehört Team Rocket. Ja, und es gibt ja auch einen Keller und es gibt ja auch einen Poster, haben wir alles schon gehört. Möchtest du auch spielen, Junge? Ich erhalte 10 Münzen. Ah, wir haben jetzt 50 Münzen. Ich glaube, jeder Spielautomat hat eine andere Gewinnchance. Tja, dann wäre also das erste Gewinnspiel, den richtigen Automaten zu finden. Sehr schön. So. Willkommen in der Rocket Spielhalle. Benötigst du Spielmünzen? Nein. Kann ich auch meine verkaufen? Okay. Für 1000 Yen 50 Münzen? Wir haben 50 Münzen. Das heißt, wir könnten die für 1000 Yen verkaufen. Willkommen. In dem Gebäude nebenan kannst du deine Münzen gegen Preise eintauschen. Sehr schön. Gut, wir haben zwar noch keine Münzen. Mal gucken, was wir mit den 50 machen können, wie viel wert die sind. Waren wir hier schon drinne? Ach doch, genau. Ich hätte gern ein Pegel, kein Glück an den anderen mal bei dem. Okay, ne, gut. Wir tauschen Münzen gegen Preise. Lol. Abra wäre geil. Abra kein Teleporter. Gut, wir haben jetzt Fliegen, von daher brauchen wir auch kein Teleporter mehr. Wir tauschen Münzen gegen Preise. Ist. Digga. 10.000 Münzen. Easy. Oh, TMs. Interessant. Ich hatte heute eine Glückssträhne. Ist der gerade rückwärts gelaufen? Interessant. So. Dann schauen wir uns mal. Ich weiß nicht, müssen wir noch irgendwas machen? Gott, können wir wieder unsere Tasche ein bisschen ausleeren? Okay, wir leeren erstmal unsere Tasche aus. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, Porke. Nein, das da. PC von euch. Ablegen. Und zwar. Karte brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja jetzt Fliegen und wenn man Fliegen auswählt, dann kommt ja auch erstmal die Karte. Von daher, ne? KP Plus brauchen wir auch erstmal nicht. Muschel brauchen wir nicht. Ach komm, wir nehmen erstmal alles raus hier. So, und jetzt gucken wir, was wir mitnehmen. Traum, Pokéball gegen Gift, Angel, TM, Sonderpunkt, Mondstein, Superball, Bootsticket, Karte, Fahrrad. Nö, brauchen wir alles nicht. Easy, leere Taschen. So gefällt mir das. So, da gucken wir uns jetzt mal das Plakat an, da wurden wir freundlich darauf hingewiesen. Verschwinde von dem Poster oder ich muss groß. Bitte was? Team Rocket möchte kämpfen. Radikal. So, Radikal hat ja diesen Mega-Hieb, Biss. Und nutzt es aber nicht. Interessant.
Ach komm, ernsthaft jetzt. EP. Oh, Level 44. Und Hubert. Lange nicht mehr gesehen und trotzdem wiedererkannt. Mist! Echt gewinnt. Naja, ein bisschen. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. So. Seltsam. Hinter dem Poster ist ein Schalter. Mal sehen. Und jetzt? Na gut. Gehen wir mal hier hinten die Leiter hoch. Ach, schon wieder Leiter an der Treppe. Okay, dann ist der Keller bereits. Dann, einfach mal wenn eine Person ansprechen. Wie kommst du her, Kleiner? Mit dem Omnibus. So, zwei Pokémon. Traumato. Ach du Kacke. Den versuche ich erstmal direkt einzuschläfern. Ich weiß nicht, ob das klappt. Doch, klappt sehr schön. Oh, direkt aufgewacht. Würde mich verarschen. Oh nein, keine Lücke. Okay, komm, wir nehmen direkt Psychstrahl. Wobei ich nicht weiß, wie viel Schaden das macht. Ich würde ihn halt gerne vorher einschläfern. Na, geht. Jawohl, Volltreffer. Sehr schön. 460 IP gerade mal? Leck mich doch. Du Arsch. So. Das war mal ein leichter Gegner. 400 EP. Geile Kacke. Ah, oh, geschlagen. Ich gewinne 5 Euro. Okay. Passiert gar nichts. Oh, ein Pokéball. Ich finde Fluchtseil. Na, wenn du das sagst. So, du hast Mut hier herein zu platzen. Nee, Mut eigentlich nicht, nur Lebensangst. So, Team Rocket setzt radikal ein, schon wieder. Aber ein Level höher. Mal gucken. Ach, die haben ganz schön hohen Initialwert. Jetzt ein Volltreffer. Scheiße. Ich glaube, da werden wir doch öfters mal ins Pokémon Center laufen dürfen. Alter, hallo? Was ist denn mit dem Rechner los hier? Ja, suspekt. Ich sollte doch Psychstrahl benutzen. Also beim nächsten natürlich. 520 EP. Mist! Versagt! Schon wieder nur 5 Euro. Sag mal, was ist hier los? Ja, was laber ich eigentlich? Quatsch. 800 Yen wären 5 Euro. Das sind gerade mal 4 Euro. Von Team Rocket bin ich echt ein bisschen mehr gewohnt. Achso, halt, war meine Ecke da unten? Also, hier meine ich jetzt so? Achso, okay. Da geht's noch gar nicht hin. So. Gut, wir machen erstmal hier die obere Etage. Schönen guten Tag. Der Boss sagt, das Sylph-Scope macht Geister sichtbar. Okay. 5 Pokémon. Holy shit. Okay. Hoffentlich 5-mal Zubat, dann haben wir kein Problem. Außer dass wir natürlich 5 AP verlieren. Oh, Smogon. Natürlich auch nur Level 17.
400 EP und Slimer. Aber nur Level 17 sollte eigentlich mit Konfusion klappen. Perfekt. So, ich vergebe dir, ich gewinne 500 Yen. Das macht jetzt Spaß. Aber wie lange das normalerweise ist? Digga, das dauert ja ewig. Naja, zum Glück hat ein Emulator eine Speed-Taste. So, hier oben ist ein Pokéball. Er findet ein Nugget. Können wir verkaufen? Bringt viel Geld ein. So, hier können wir rüberlaufen. Sehr schön. Kommen wir hier auch direkt ran. Mondstein. Oh, ich mag so eine Puzzlespiele halt, ne? Gibt's auch für den Gameboy so diverse andere Spiele, so Puzzlespiele, wo du irgendwelche Kisten verschieben musst und so ein Scheiß. Ich liebe so eine Spiele. Von daher finde ich diesen Part jetzt hier auch relativ nice. Gut, hier kommen wir runter und dann nach rechts. Die Frage ist, wo kommen wir denn da hin? Müssen wir jetzt noch hier erstmal nach oben, aber da kommen wir nur dahin, wo wir gerade auch waren. Wenn ich jetzt nach rechts gehe, kommen wir wahrscheinlich wieder zum Anfang. Genau. Hier kommen wir quasi nur wieder zum Anfang und dürfen die ganze Reise nochmal von vorne beginnen. Das macht also keinen Sinn. Von daher bleibt uns nur das nach rechts gehen. So, hier nach oben gehen, dann kommen wir zum Ausgang. Hier nach oben gehen, da kommen wir auch nur zum Ausgang oder wieder hier hin. Also nach links. Hier drehen wir uns auch wieder im Kreis. Also geht's nur nach unten und da gehen wir erstmal den unteren Weg. Da kommen wir wahrscheinlich mit einem Item. Jawohl. Momentchen mal. Okay. Hier lang. Und dann können wir hier zurückgehen. Ich bin ein Supertrank. So. Genau, wir müssen jetzt erstmal irgendwie raus. So, genau, sind wir wieder hier. So, und jetzt müssen wir hier lang. Okay. So, hier, jetzt sind wir aber auch wieder am Ausgang. Aber es ist ein anderer Ausgang. Das ist nicht der Ausgang, der nach außen gangt, sondern ein anderer. Was hast du hier verloren? Ja, das frage ich mich auch gerade. Mein Navi ist schuld. Team Rocket möchte kämpfen. Radfax. Level 19. Und wir haben noch 12 AP. Radikal. Die mit ihrem Kack-Initialwert, ey. Ich hasse die jetzt. Von tiefstem Herzen. Ich spüre eine gewisse Wut in mir. Bye bye. Tja, da sind unsere die Hälfte von unseren KP ist mittlerweile weg. Aber gut. Mehr als die Hälfte der AP sind ja auch schon weg, von daher. Das kann nicht sein! Echt gewinnt 500 Yen. Upsala. Direkt in die Arme gelaufen. Easy. Alarm, Eindringlinge! Alarm. Dass die alle die gleiche Kleidung tragen müssen, ey. Gibt es da keinen Modebeauftragten? So, Slammer Level 20.
Träger so eine Kluft zu tragen, wäre für mich ein Kündigungsgrund. Oh, 500 Yen. Oh, 500 Yen. Wow, 500 EP. Und wir erreichen Level 45. Sehr schön. Langsam wird's doch mit den Leveln. Oh ja. Oh, ein Hypertrank. Okay, mehr gibt's hier nicht. Das war ja useless. Das heißt, wir sind hier tatsächlich einfach still. Wow. Okay, das heißt, hier geht's noch nicht weiter. Dann müssen wir erstmal zum Ausgang. Ach ja, hier ging's noch hoch, genau. Gut, dann hätten wir doch direkt hier hingehen können. Sehr gut. Noch ein R. Macholo. So, wir haben noch 5 AP. Okay, ich glaube, danach müssen wir erstmal zum Pokémon Center. Ja. Ich meine, gut, wir haben noch Psychokinese. Psychstrahl meine ich doch. Was? Was habe ich denn gedownloadet? Wer weiß. Team Rocket, was? Verloren? Ja, verloren. Stell dir das mal vor. Ah, das ist ein Pokéball. Oh, hier ist ein Pokéball. Ich finde TMC. Ja, ich weiß, es sind Items, aber die sehen halt verdächtig aus wie Pokébälle. Gut, bevor ich hier lang gehe. Gehen wir tatsächlich doch einfach mal zum Pokémon Center. Ich glaube, wir nehmen wir nicht die Spieltaste. Macht sich im Let's Play nicht so gut. Mal die ganzen Items ab, die wir gerade bekommen haben. Denn, upsala, denn bei, nein, Mann, oh, Alter. Oh, so, jetzt. Denn in der ersten Generation, denn in der ersten Generation ist es noch so, dass die Tasche ein begrenztes Volumen hat. Das heißt, wir können nicht beliebig viel mitnehmen. Wobei der PC, glaube ich, auch ein begrenztes Volumen hat, was relativ bald erschöpft sein könnte. Das heißt, ja, wir werden früher oder später sowieso ein bisschen Inventarmanagement machen müssen. Wo wir dann gucken müssen, was wir dann verkaufen können. Also klar, es gibt natürlich manche Sachen, die können wir direkt verkaufen. Die ganzen Nuggets zum Beispiel, die sind nur da, um sie zu verkaufen quasi. Aber eben, die Sachen, die natürlich am meisten Platz verbrauchen, sind halt solche Sachen wie die ganzen TMs halt und so ein Scheiß. Und dann müssen wir aber erstmal gucken, welche DMs könnten wir aufheben, welche DMs können wir wirklich wegschmeißen. Das wird noch eine richtige spaßige Aktion. Wir sollten mal speichern. Ja. Okay, es geht nach links und nach rechts. Links wird gestoppt, rechts wird gestoppt. Können wir direkt. Ah, schön. Direkt das erste Item können wir direkt hier mitnehmen. Sehr gut. Sonderbonbon. Wird man relativ gut zugeschützt mit so einer Bonbons, was natürlich ganz geil ist, weil die können später uns ein paar, ja, weiß nicht, Vorteile. Manchmal, also hier geht es schon mal nicht weiter, oder? Ne, hier geht es bloß im Kreis, mehr kann man hier nicht machen. Okay, das heißt, wir müssen definitiv nach links. Dann gehen wir auch mal nach links. So, und hier geht es nur in die Richtung.
Und dann können wir hier erstmal zurückgehen. Oha, vier Dinger. Der geht nach oben. Du gehst nach unten. Du gehst wieder nach hier. Okay. Und der obere, der geht auch nach da. Okay, das heißt, wir können nur die unteren beiden sinnvollerweise verwenden. Die Frage ist, welcher macht von den sinnvollen mehr Sinn? Nee, der untere macht auch keinen Sinn. Ja, eben, wir können nur den hier benutzen. Alle anderen machen gar keinen Sinn. So, dann quatschen wir mal den Typen hier an. Ein Radfahrt, Level 20. Da musst du ein bisschen früher aufstehen, mein Lieber. Oh, Alter, wir haben schon 125 KP. Lol. Oh, cool, radikal. Einfach auf Nummer sicher gehen. Auf radikal habe ich mittlerweile echt. Der Typ ist so. Ne? Und ganz ehrlich, dafür haben wir Psychstrahl. Oh Gott, Romato. Komm, wir versuchen jetzt mal einzuliefern. Ja, scheint zu klappen. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann können wir jetzt einfach mal draufhauen. Einfach draufhauen. So, noch einmal Konfusion und dann ist die Sache geritzt. Yay! So, was war das gerade? So, 600 Yen, Dankeschön. Ansonsten Items, weitere Items lange nicht rum, oder? Nö. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier unten lang. Hier geht zu einer formschönen Treppe. Ja, okay, mehr gibt's hier nicht. Hier ist ein Raum. Hier unten ist. Oh, der Pokéball. KP plus. Gut. Dann einmal der obere Raum. Ein Trainer. Ich werde dir den. Was? Ich werde. Achso, ja, die ist groß geschrieben. Wow. Ich werde dir den Liftöffner niemals geben. Okay. Pokémon möchte kämpfen. Team Rocket setzt Smogon ein. Yay! Oh nein! Ash gewinnt 630 Yen. Oh! Ash findet Liftöffner. Sehr schön. Hat einfach mal direkt fallen gelassen. Ein Vollidiot. Und TM2. Oh, ich finde es halt bei Pokémon Kristall so schön, dass man da direkt erfährt, was das auch für TMs überhaupt sind. Wo muss jetzt. Wo jetzt eigentlich? Was mache ich jetzt eigentlich gerade? Geht's. Nee, hier geht's nicht weiter. Das heißt. Gut, damit den Liftöffner. Das heißt, wir können jetzt zum Lift öffnen. Das war. Hier war keiner unten. Nee. Das war in der Etage über uns. Hier war der Lift. Achso, ja, da müssen wir wieder durch das Parcours durch. Ah, das war das Falsche. Wobei, hier geht's auch. Sehr schön. So, jetzt müssten wir hier oben lang.
Genau. So. Genau, da ist der Lift. Untergeschoss 1. Ach, okay, das war das, wo wir ganz am Anfang direkt drin waren. Was hast du hier verloren? Mein Stolz. So, wie viele APs haben wir eigentlich noch? Witzig, ne? Normalerweise guckt man, wie sein Pokémon geht, und wir gucken nur danach, wie viele APs wir noch haben. Oh Gott, Junge. Hä? Gott. Wir haben ja noch ganz, ganz viele AP. Sehr schön. Konfusion! Yay! Was ist passiert? Vieles. Genau, doch, genau. Das war das, wo wir am Anfang dran waren. Okay, das heißt, erster Untergeschoss, dann war das, von wo wir gerade kamen, der zweite, und wir müssen in den vierten. Den dritten gibt's nicht. So, hallo, lasst mich hier. Ach, scheiß Pikachu. Was? Kein Schritt weiter! Och nö. Misty und Rocco. Mann, nein. Nö. Jesse und James, so. Du hast uns am Mondberg ganz schön gedemütigt, aber Rache ist süß, du Rotzbengel. Na gut. Ihr könnt aber euer Glück versuchen. Smogon Level 25, na ja. Mal schauen, vielleicht braucht er bei euch sogar zwei Angriffe. Nee, ihr seid einfach zu schlecht. Mauzi. Und jetzt kommt Abok, oder? Okay, Retter. Jutchen, ja, das war's denn wieder mit euch beiden. So ein Hohlkopf. Hä? Was hat ein Hohlkopf damit zu tun? Die Rocket. Schnell wie das Licht. Am Arsch, ja. Ein wunderschönes Item, Eisen. Ging einfach Nahrungsergänzungsmittel rum, Alter. Was ist hier los? Ist aber schon gerostet. Oh! Der nette Herr Giovanni. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Team Rocket finanziert mit Pokémon seinen finsteren Plan. Ich bin hier der Boss. Giovanni. Mache dich bereit, Höllenqualen zu erleiden. Wischt! Okay. Okay, der sieht tatsächlich relativ gut gemacht aus. Schönes Sprite. Giovanni setzt Onyx ein. Ja, also mit Onyx wird es schon mal nicht mehr lieber. Da reicht einmal Konfusion aus, da brauche ich nicht mal Psystrahl. Aber gut, wer weiß, was er noch hat. Giovanni hat ja eher so Kampf und Boden und sowas. Das heißt, reicht Level 46. Sehr schön. Ah, siehst du Rihorn? Und Rihorn ist, glaube ich, schon mal ein bisschen stärker. Da könnte ich mit Konfusion tatsächlich scheitern. Aber wir probieren mal, weil jetzt gerade mal Level 24. Oh, das siehst du doch, klappt doch. 700 EP. Lol. Nubbly Cat, oha, da nutze ich auf jeden Fall Psystrahl, weil ich weiß nicht, weil der ist auch Level 30. Ich gebe dich jetzt einfach mal auf Nummer sicher. Oha, siehst du, selbst das hat nicht gereicht. Gut, der macht uns zwar selber auch kaum Schaden, aber. Naja. Hätte ich direkt beim ersten Mal Volltreffer haben können? Du, oh, 900 EP. Das ist nicht schlecht. Ich habe kläglich versagt. Ich gewinne 2800 Yen. Das sind fast 20 Euro.
Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dannen ziehen. Digga, welcher Mafia-Boss sagt von dannen ziehen? Das sagt doch keiner. Doch wir werden uns wiedersehen. Okay. Silscope. Damit können wir in diesen komischen Pokémon-Turm da rein. Wo die Pokémon, Pokémonieren. Oder so ähnlich. So, jetzt geht's hier bloß wieder raus, ne? Genau. Das heißt, wir hätten den Trainer beim ersten Geschoss noch gar nicht besiegen brauchen, denn da wären wir jetzt sowieso vorbeigekommen. Interessant. Na gut, haben wir wenigstens die ganzen Trainer schon mal besiegt. Wir müssen nach links. Hallo, da. So, dann haben wir hier eigentlich... Jo. Sehr schön. So. In den Häusern waren wir auch schon überall drin, soweit ich weiß. Das heißt, wir können jetzt dann tatsächlich in der nächsten Folge zur Arena gehen. Natürlich nochmal vorher obligatorisch meine Pokémon heilen und die ganzen Items ablegen und weiß nicht was. Abgeben für alles. Achso, das heißt, das Silscope brauchen wir ja wahrscheinlich noch. Müsste ja ganz unten sein, ne? Ja. So, und wir hatten ja auch noch schon Nugget bekommen. Die können wir theoretisch eigentlich direkt verkaufen. Achso, den alten Nugget hatten wir bereits verkauft. Nice. Ach komm, gehen wir jetzt. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es denn dann heißt, Pokémon Arena von, wie die Stadt auch immer heißt, City. Bis dann.